So konzentriert habe ich dich selten gesehen, liebe Heide. Mein lieber Kukuschinski. Ja, das habe ich auch gedacht. Wow. Sag mal. Ja. Mein lieber Scholli. Ja. Bitte schön, die Dame. Junge, 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 das ist aber ein ordentlicher Klopper. Schönen Hallo, guten Tag. Horst. Ich bin die Britta. Britta, das ist die Frau Dr. Heide Ritz-Eppertshabel. Hallo. Hallo, freut mich. Liebe Britta. Das ist ein ordentliches Ding da, was du mitgebracht hast, mein lieber Scholli. Deswegen direkt die Frage, wo hast du das her? Wie lange ist das bei dir? Ich habe das von meiner Tante geerbt, die ist vor 22 Jahren gestorben. Ich habe es nie getragen und jetzt denke ich halt, ist Zeit, dass es nicht mehr in der Schublade rumliegt. Dass es jemand vielleicht mit Würde und Stolz und Liebe trägt, ja? Gut, meine liebe Heide, soll ich sie fragen, was sie haben möchte? Doch ja, ne? Warum nicht? Bitte. Kann man mal früh machen, ne? Ja. Was möchtest du gerne haben dafür? Also, ich habe mir das so überlegt. Ja. Ich möchte es auf keinen Fall für einen Goldpreis verkaufen, sondern als Schmuckstück. Weniger, ne? Ja, weniger. Und meine Schmerzgrenze sind 4.000 Euro. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, jetzt zäumen wir das Pferd von vorne auf. Wir haben 95 Gramm und der Goldreif ist aus 750er Gold gearbeitet. Hier in dem Schnepper gibt es innen eine kleine Punze. Hier 750, also 18-karätiges Gold. Ist toll gearbeitet, der Reif, wirklich aus einem Goldblech, dann aufgetieft, so muss man sich das vorstellen, wie eine, über Holz wirklich getrieben, wie eine Rinne getrieben und dann zu zwei Hälften zusammengelegt und dann eben hier innen nach innen noch verkadert und eine schöne Kehle hier reingearbeitet. Also wirklich eine schöne Goldschmiedearbeit. Die Herkunft kann ich jetzt hier nicht angeben. Aber was ich sehe deutlich, und da bin ich mir nicht ziemlich sicher, dass es sich hier um eine Mariage handelt, nämlich dass diese Schauseite, die hier beschmückt ist, mit einem, ja, mit Diamantauflagen, die lamellenartig sich zu einem Oval ergänzen und in der Mitte diesen unglaublichen Stein haben, wirklich. Ich kann es nicht anders sagen. Dass das kombiniert wurde. Und ich vermute so in den 50er Jahren, weil es ist ein sehr schwerer Manschettenreif, möchte ich schon sagen, in hochwertigem Gold. Und diese Auflage wahrscheinlich aus der Belle Epoque noch stammt, also aus dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Aber der Stein hat eine sensationelle Farbe. Und zwar auch nicht so, dass ich denken könnte, der ist irgendwie bonbonfarbig. Der ist richtig gut. Und es handelt sich hier um einen Saphir. Wussten Sie das? Also, ich kann mir es eigentlich nicht vorstellen, dass das ein Saphir ist. Denn das wäre ja ein unheimlicher Wert. So ist es. Dazu muss man wissen, seit den 1890er Jahren gab es schon synthetische Korunde. Also Saphire, blaue Korunde. Und die Farben sind nicht ganz so brillant bei den synthetischen Steinen. Und man sieht eben in der Regel auch gebogene Anwachsstreifen, weil diese Steine eben auch so kristallisieren im Labor, sofern sie synthetisch herangezüchtet werden. Ja. Und das kann ich hier überhaupt nicht sehen. Nicht, wenn ich durch die Tafel sehe, nicht, wenn ich seitlich reinsehe. Allerdings bietet mir dieser Saphir eben auch keine Information, weil keine Einschlüsse zu sehen sind. Mhm. Das kann vorkommen bei natürlichen Steinen. Es könnte natürlich auch sein, dass der Stein erhitzt wurde. Und damit wird der Stein gefärbt, also in der Farbe verbessert. Das heißt, man unterscheidet hier ganz deutlich zwischen Saphiren, die erhitzt sind und nicht erhitzt sind. Wenn der Stein besonders rein ist, kann er auch durch die Natur eine besondere Farbe haben. Ja. Natürlich. Das ist wirklich eine Frage, die im Labor geklärt werden muss. Und was machen wir jetzt damit? Das ist ganz einfach. Wir hören uns jetzt Werte an. Der erste Preis wäre, es ist ein künstlicher Stein. Also künstlich gewachsen. Aber wir haben Gold. Was haben wir an Goldwert? Schon 3.800 Euro für das Gold. Und wir haben ja noch die Entourage, die gestalterisch so aus der Zeit gearbeitet ist. Auf Gold, eine Platinauflage und die kleinen Diamanten, also Brillanten im Altschliff hier überall. Und die summieren sich schon auf ein Karat. Wow. Dem Stein würde ich dann ungefähr einen Hunderter geben. Dann wäre ich bei ca. 4.000 Euro. So, jetzt machen wir beide den nächsten Schritt. Es ist ein echter, aber der ist erhitzt worden. Genau. Dann liegen wir wo? Ja, wenn der Stein erhitzt ist, dann ist er nur noch die Hälfte wert von dem, wenn er nicht erhitzt wäre. Und dann hätten wir einen Mindestkaratpreis. Ja. Mindestkaratpreis mit 600 Euro, das muss man schon sagen. Wie viel Karat hat der? 19. Und dann summa summarum mit dem Gold legen wir bei, und den Diamanten natürlich, legen wir bei 15.500. Jetzt habe ich nasse Hände. Ich auch ein bisschen. Ja, jetzt kommt aber der dritte Preis. Moment.
So. Selbst wenn jemand da rummäkelt und sagt, mein Gott, die Facettenkante an dieser Stelle könnte noch ein bisschen nachgeschliffen werden, könnte man machen. Im zweistelligen Kommabereich verliert man vielleicht ein bisschen an Gewicht, aber immerhin würde er noch mit 1200 ganz realistisch im Karat bewertet werden. Heißt? Das heißt, allein für den Stein 22.800. Und dann wären wir auch summa summarum mit den Diamanten, mit dem Gold auf ca. 27.000. Weißt du, was schön ist? Ich bin hier angelehnt. Ja. Wenn ich frei stehen würde, würde ich jetzt schwanken. Ich würde sagen, wenn es wirklich also dann nur 4.000 Euro sind, ja, mhm. obwohl ich jetzt vielleicht schon so ein bisschen hoffe, dass es auch mehr werden könnte, dann würde ich sagen, dann kann ich den auch wieder mitnehmen und kann bei jedem Händler den Preis erzielen. Ja, du musst mir das jetzt versprechen. Du schickst das ein an ein gemologisches Institut. Wir werden dabei behilflich sein, dass du weißt, wohin ja. und wie es sicher hin und zurückkommt. Okay, machen wir so. Wunderbar. Da geht's raus. Das Armband bringen wir dir gleich. Gut. Dankeschön. Herzlichen Dank. Sehr Bitteschön. Gerne.